und herzlich willkommen zum Bauhaus-Workshop. Ich möchte ab heute Gäste beherbergen und deswegen bauen wir heute zusammen ein Insektenhotel. Ihr könnt euch natürlich selbst einen Korpus bauen, aber ich habe es mir heute einfach gemacht und benutze eine alte Schublade aus einer Kommode, die ansonsten auf dem Sperrmüll gelandet wäre. Dann solltet ihr darauf achten, dass die mindestens 10 cm hoch ist, damit ihr genug Platz habt, um euer Füllmaterial dort gut unterzubringen. Ich habe eigentlich mir ganz normale Werkzeuge bereitgelegt. Etwas zum Sägen, etwas zum Schleifen. Ihr könnt gerne Geräte dafür verwenden, aber ihr könnt es auch alles per Hand machen. Ich habe auch Schilf und Bambus bereitgelegt. Außerdem Hartholz zum Befüllen und Rinde. Konservendosen, in denen ich die Schilfrohre anordnen kann. Etwas Ton und Lehm. Das kommt alles hier rein und soll verschiedene Insekten ansprechen. Außerdem habe ich noch eine Siebdruckplatte mir zuschneiden lassen, die verwende ich später als Dach. Beim Bau eures Insektenhotels verzichtet auf jeden Fall auf jede Form von Holzschutzanstrich, Tannenzapfen, Glasröhren zum Durchschauen oder Ziegelsteine. Damit gefährdet ihr die Insekten nur unnötig. Die grobe Aufteilung meines Insektenhotels zeichne ich mir hier auf einem Blatt Papier auf. Wenn ich das gemacht habe, dann positioniere ich mir schon mal einige Teile, um mir so einen optischen Überblick zu verschaffen. Ich verwende ja hier eine alte Schublade und die ist eventuell behandelt mit Farbe oder anderen Chemikalien. Und um die Insekten diesen Sachen nicht auszusetzen, schleife ich das Ganze jetzt von innen ab. So, die Kiste ist jetzt sauber und als nächstes ziehe ich die Hotelzimmerwände ein. Ich orientiere mich dabei an der Skizze, die ich vorhin gemacht habe. Die Böden sind jetzt fertig zugeschnitten und ich entgrate sie noch schnell. Wir starten jetzt mit der Montage der Böden und Wände in unserem Hotel und wir nutzen die Elemente, die wir schon vorbereitet haben, als Unterstützung, um alles gut auszurichten. Ja, ich habe hier die relativ großen Tonstücke und da muss ich natürlich gucken, dass sie auch in ein großes Zimmer passen. Ich schiebe alles gut zusammen. Diese Lücke, die übrig bleibt, die kann ich später mit Halmen füllen. Wenn alles gut ausgerichtet ist, dann können wir die Bretter jetzt verschrauben. So, der Rohbau steht. Und jetzt können wir fortfahren mit der Einrichtung unseres Hotels. Eins unserer Füllmaterialien ist Bambus. Der Vorteil am Bambus ist, dass er an den Gelenken natürlich verschlossen ist. In Bündeln könnt ihr die Bambusröhren super in so Konservendosen füllen. Dabei ist es wichtig, dass die Konservendose sauber und frei von jeglichen Rückständen ist. Einzeln könnt ihr die Röhrchen wunderbar zum Füllen übrig gebliebener Lücken verwenden. Kleine Einzelzimmer für Wildbienen und Co. Jetzt könnt ihr mit Ton- oder Lehmerde Würfel formen und mit Hilfe eines kleinen Stäbchens oder Bambusröhrchens Löcher bohren als Nisthilfen für die Insekten. Eine andere Möglichkeit ist, man nimmt ein Stück Holz und bohrt ein paar Löcher rein. Ganz wichtig ist es noch, die Bohrstellen zu entgraten, damit sich die kleinen Insekten nicht verletzen. Und fertig ist unsere Suite. Hinter dieser geheimen Kammer befindet sich Rindenmulch.
Hier unten habe ich die Elemente aus Ton und Lehm. Die Zwischenräume sind mit Bambus ausgestopft. Hier habe ich noch ein Fach mit Rindenmulch, Hartholz hier in der Mitte, in das ich Löcher gebohrt habe. Und hier oben auch noch mal einen Ast von einem Obstbaum mit eingebohrten Löchern. Die restlichen Zimmer richte ich jetzt mit Bambus und Schilf ein. Weil es einfacher geht, habe ich das Hotel dazu aufgerichtet. Und Hohlräume kann ich auch noch mal mit Röhren ausfüllen. So, es ist wirklich wichtig, dass die Röhren richtig fest sitzen. Deswegen stopft wirklich die passenden übrig gebliebenen Röhren noch in die letzten Lücken, bis nichts mehr wackelt. Jetzt ist das Hotel fertig eingerichtet und bezugsbereit. Es muss etwas größer sein als die Hotelfront und biegen die Seiten um. Und dann tackern wir das Ganze mit einem Tacker an den Seiten fest. Damit es nicht reinregnet, braucht unser Hotel natürlich ein Dach. Ich habe mir dazu eine wasserabweisende Siebdruckplatte zusägen lassen und sie mit 4 Schrauben oben an der Kiste befestigt. Ich finde diesen Standort hier super, denn wir haben den ganzen Tag über Sonne und es ist auch nicht allzu nah bei unserem Gartenhäuschen, sodass die einfliegenden Insekten uns dann nicht beim Grillen oder beim Kaffeetrinken stören können. So, unser Insektenhotel ist ready für die ersten Gäste. Jetzt müssen wir nur noch warten, wer hier im nächsten Frühjahr einzieht. Wenn euch unser kleines Video gefallen hat, liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal beim Bauhaus Workshop.